Heute gibt's unzählige neue Pokédex-Einträge. Einen hole ich mir direkt mal in der Wildnis, nämlich Pupita. Danach ein 100%iges Togepi zu Togetic, das habe ich mal aus einem Ei bekommen und so weiter und so fort. Ein paar News, damit geht's weiter mit ein wenig Pokémon Go. Ja, das Pupita hatte mehr als 1000 Wettkampfpunkte. Ich wusste nicht so wirklich, wie ich es anstellen soll. Ich meine, die Wahl des Balls, die fällt nicht schwer. Wir haben drei Bälle und ich nehme den besten. Fertig. Aber die Beere, da bin ich immer... Ich bin ein gieriger Candy-Sammler. Fast so wie mein Relaxo namens Candy-Sammler. Aber irgendwie, ich weiß nicht, meine Hände, das war nach langem mal wieder ein Fang, wo ich wirklich aufgeregt und nervös war. Es war zwar nicht so sehr wie bei Incognito, aber schon, naja, nicht so verkehrt. Mit Sananabeere wären es 10 Bonbons gewesen oder eben 0, je nachdem. Flüchtet, werde ich es fangen können. Ja, und mit Himbeere sind die Chancen eben höher, dass ich es erfolgreich eintüte. Nachdem es dann, ich habe nicht mitgezählt, aber so in etwa 5-6 Mal ausgebrochen ist, war mir das Ganze dann doch zu heikel und ich bin auf die Himbeere umgestiegen. Ja, das ist... Irgendwie, es würde mich zu sehr ärgern. Ich habe aber sogar versucht, den Kreis immer kleiner und kleiner und kleiner werden zu lassen. Für einfach fabelhaft und so. Das war mir dann auf der anderen Seite auch wieder heikel. Vor allem, nachdem es einmal ausgebrochen ist bei einfach fabelhaft. Ach, das war ein Kampf. Schlimm ist es dann immer, wenn der Ball nur einmal oder kein einziges Mal wackelt. Weil, naja, das ist... Meistens bei heftigen Pokémon so. Ich sag mal, ein Taubsi würde niemals nach einem einzigen Wackeln schon ausbrechen. Das passiert kaum. Aber so ein Pupita, ich habe eben in der Vergangenheit sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Und wenn ich da an Incognito zurückdenke, dieses Gefühl möchte ich nicht nochmal erleben. Jo, gut, was gibt es so? Außer Feuer und Eis, da werde ich noch ein kleines Video dazu machen, aber heute soll mal mein Pokédex vorangetrieben werden. Bevor ich jedoch die ganzen Entwicklungen durchführe, eine einzige kleine Sache gab es. Weil ich weiß nicht, momentan geht es richtig ab mit den ganzen Konferenzen und gestern war um 16 Uhr Pokémon Direct. Sozusagen so eine Präsentation, eine Pressekonferenz kann man sich auch online ansehen oder konnte man sich online ansehen, wo neue Spiele angekündigt werden, was passiert so mit Pokémon etc. Zu Pokémon Go gab es leider so gut wie nichts und da ich kein allgemeiner Pokémon News Let's Player oder so bin, werde ich über alles andere nicht sprechen. Und eine weitere Konferenz, The Next Web, TNW 2017. Da hat wieder ein Niantic-Mitarbeiter gesprochen. Nein, keine Sorge, diesmal nichts mit Save Your Candies oder so. Das übliche Gedöns, das will ich nicht alles wiederholen. Ja, dies, das, Ananas und so. Eine Sache war jedoch wieder halbwegs neu. Es gibt zwei große Säulen. Die Arenen und das Fangen. Das sind die Dinge, wo die Spieler aktiv was machen können. Und er will, oder er hat irgendwie so gesagt, ja, das Fangen an sich... Da ist man so ganz alleine auf sich gestellt. In den Arenen kann man zumindest gemeinsam kämpfen, beim Fangen kann man niemals mit anderen Leuten interagieren. Und sie denken, das ist eine Möglichkeit für die Zusammenarbeit mit anderen Spielern, so in diesem Gebiet, dass man auch irgendwie etwas beim Fangen gemeinsam machen kann. Aber steht alles noch in den Sternen, war nur so ein Spruch, welchen der Mike bei dieser Konferenz gebracht hat. Aber... Nichts Großes, ich wollte es nur in einem Satz oder auch 5 Sätzen erwähnen. Gut, und jetzt würde ich mal sagen, PewDiePie, bitte Handy aktivieren und live rüberschalten. 10 Minutes later. Also, es stehen so einige Entwicklungen an. Manche sind Pokédex-Einträge und manche direkt Level 30er. Ich arbeite sie direkt so ab. Das dürfte eines meiner heftigsten Krabbis sein, die ich jemals gefangen habe. Direkt 5000 Sternenstaub und 1100 ein paar zerquetschte Wettkampfpunkte. Und ich bin ein Fan von diesen Maximal-Level-Pokémon aus der Wildnis, denn da kann man direkt in der Arena kämpfen, ohne hoch zu leveln. Blubber und Kreuzschere. Ja, Kreuzschere hätte man sich sparen können, aber 2200 Wettkampfpunkte, wenn man freundlich rundet. Dann hole ich mir ein Magneton. 882 Wettkampfpunkte für ein Magnetilo ist auch nicht so
schlecht, würde ich mal sagen. Und da kommt direkt was Feines raus. Übrigens, die Attacken bitte PewDiePie wieder einblenden und so. Immer die besten für Angriff und Verteidigung. Bei Krabi hat Kreuzschere definitiv nicht dazu gezählt. Zweimal Elektro. Da bin ich zufrieden. Ja, geht schon Richtung 2000, ohne einen einzigen Sternenstaub dafür auszugeben. Boah, das passiert mir so oft, dass ich, wenn ich rechts oben klicke, aus Versehen das Scrollrad erwische. Dann ein Owei entwickle ich ebenfalls 5000 Sternenstaub zum Upgraden. Das heißt, da kommt, lasst mich raten, ein 2125er raus. Nein, keine Ahnung. Ich glaube, so hoch wird es nicht gehen. Doch, das muss doch wohl höher als Krabi gehen. 2003, oh, richtig schlecht geschätzt. Schilling, was ist los mit dir? Kugelsaat, Samenbomben. Ein Pflanzenangreifer, denn bei Krokowai habe ich leider immer irgendeine Psychoattacke auch. Psycho ist nicht schlecht, aber ich hätte gerne zweimal Pflanze. Dann noch ein Lavita, ja, schön wäre es. Auch ein 30er, das dürfte mein stärkstes Xatu werden. Und eines davon eventuell für die Arena-Überarbeitung oder allgemein für die Arena aufheben. Wer weiß, was da kommt. Trainieren, kämpfen und so weiter. Jawohl. Glück sei wie immer natürlich nicht am Start, warum auch. So, 1633 mit Luftschnitt und Unheilböen. Ja, ja, keine Ahnung. Und jetzt gibt es Pokédex-Einträge. Ich habe tatsächlich noch kein Forstelka. Habe immer gewartet, das ist mein stärkstes Tanzer, mein stärkster Tannenzapfen. Das heißt, nach Pupita als Pokédex-Eintrag Nummer 1 für dieses Video gibt es jetzt Forstelka Nummer 2. Jawohl. Hat, glaube ich, eine enorme Verteidigung, wenn mich nicht alles täuscht. Wettkampfpunktemäßig bin ich aber hier überhaupt nicht im Bilde, was dieses Teil so erreichen kann. Das Aussehen ist schon mal, oh, da war Incognito. 1285 für ein Level 20er Pokémon, kam nämlich aus einem Ei. Käferbiss und Rambos. Rambos ist, glaube ich, eine feine Attacke und beide profitieren von Step, Same Type Attacker Bonus. Das heißt, kann man mal machen, glaube ich, aber man sieht die Attacken sowieso eingeblendet. Dann Hopspross zu Hubbelupf zu Papunga. Ich habe Hubbelupf zwar schon, aber noch kein Papunga. Habe ich, ich weiß nicht, warum ich es nicht gemacht habe, hätte ich nach dem Pflanzen-Event eigentlich schon tun können. Und jetzt wird es erledigt in dieser Folge mit Pflanzen. Ich meine, man hat eigentlich genügend Pflanzenangreifer. Ich vor allem mit Sarzenia. Ist vielleicht wegen Pflanzeflug eine Kombination, die dann gegen irgendwelche anderen Pokémon nicht so anfällig ist, weil kommt ja auch immer auf die Typenkombination an. Und genau, deshalb profitiert man doppelt, wenn man mit Eis Dragoran angreift. Als Beispiel. Jo, da ist das Ding. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Kugelsaat und Zauberschein. Zauberschein ist eine der besten Fee-Attacken, aber leider kein Same-Type-Attacker-Bonus. Und die Wettkampfpunkte, boah, die müssen sich ja echt verstecken. Hinter allen anderen. Aber Pokédex-Eintrag abgehakt. Und wir kommen zu Togetic. Ist ein 100%iges, was wir herausfinden können, indem wir den Spark befragen. Kampf mit allen aufnehmen. KP ist die beste, Angriff ist klasse, Verteidigung ist klasse, sind die besten, die er je gesehen hat. Genau. Das kam aus einem Ei. Und jetzt machen wir eine Zauberei. Dürfte, ich tippe auf 980 oder so, ich habe keine Ahnung, aber die 1000 wird es wohl nicht knacken können. Mein erstes entwickeltes Togetic hat irgendwie 900, keine Ahnung was, und kam natürlich auch aus einem Ei, weil, ach Quatsch, Togetic kann man ja sowieso nicht fangen, also muss ich nicht dazu sagen, dass es aus einem Ei kam. Oh, 891, okay, das habe ich doch ein bisschen zu sehr überschätzt. Sondersensor Aeroas. Mit einer Psycho-Attacke weiß ich nicht, ob ich da so zufrieden bin. Aber hey, ist ein 100%iges. Die 0, nein, die 0 packe ich nicht weg. Erst später. Aber hier nochmal zur Übersicht. Das habe ich heute entwickelt und mir geholt. Ah, diese 100%igen. Aber vielleicht gibt es hier irgendwann mal TMs oder so. Oder eine Möglichkeit, Attacken umzuändern.
Dann werfen wir mal einen kleinen Blick hier rein. 228 gefangen, 236 gesehen. Hier habe ich die ganzen Regionalen mal in der Arena gesehen. Danke an alle, die sowas immer in die Arenen reinsetzen, für die Leute, die es für den Pokédex gerne sehen würden. Dann Voltilam, da fehlt mir natürlich leider noch alles. Vati und Ampharos. Quaxo. Ach, Quaxo muss ich auch mal machen. Da habe ich nämlich jetzt den Kingstein bekommen. Habe ich ein gutes Quapsel? Ich hoffe doch. Granbull fehlt mir noch. Aber da muss ich noch eines fangen und dann habe ich's. So, Scarabon natürlich und so weiter. Alle Regionalen. Hier Corazon leider auch. Jo. Genau. Pupita habe ich jetzt bekommen. Gesehen, eins gefangen, eins. Hat noch nie jemand in die Arena gesetzt, logischerweise. Und dann Despota. Ich habe jetzt 6-10 Kilometer Eier. Und ich bin mir sicher, ein Labita ist da dabei. Und wenn ich dieses 5er Ei aufgemacht habe vom 1.6., gar nicht so alt. Und wann habe ich die 10er bekommen? 12.5. 1.6. Also wenn ich die ausgebrütet habe, dann werde ich mir Despota holen. Vielleicht ist da noch ein Labita dabei, wenn nicht, dann nicht. Egal. Aber erfolgreiche Folge, würde ich mal sagen. Für dieses Video war es das erstmal. Ich bedanke mich immer fürs Zusehen. Es geht einfach von nächstes Mal weiter.